Sea Adventure Company. Games, Ave production includes. Agatha Christie. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Agatha Christie Mord im Orient Express. Ja, ich bin der Zirkelhus und das ist mein erstes Projekt. Ich hoffe, es gefällt euch. Also, erstmal zum Gameplay, es ist ein Adventure. Ich habe es zuletzt mal vor, glaube ich, so circa 3 Jahren gespielt. Optionen habe ich alle mittlerweile so eingestellt. Ja, sonst gibt es noch nicht viel zu sagen. Wir werden alles ja sehen. Ja, dann starte ich das Spiel mal. Genieß es. Newport, New York, 1924. Hey, ihr da drin, ihr könnt nicht entkommen. Wenn ihr nicht in 10 Sekunden draußen seid, wird scharf geschossen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eure letzte Chance. Okay. Feuer frei, Leute. So viel zu dieser kleinen Rückblende. Istanbul, Türkei, 1943. Monsieur 34, ist ein sehr guter Freund von mir. Er hat der türkischen Regierung einen großen Dienst von internationaler Bedeutung erwiesen. Nun wurde er vom Premierminister persönlich aufgefordert, sofort nach Großbritannien zurückzukehren. Erst gestern Abend habe ich, Marcel Buß, noch mit ihm gespeist und meinem Freund im heutigen Zug einen Platz zugesichert. Ich vertraue Ihnen Monsieur Poirot an, Mademoiselle Marceau. Beschaffen Sie ihm ein Abteil mit höchstem Komfort und erfüllen Sie ihm seine Wünsche. Ich verlasse mich auf Sie. Wenn Sie sich bewähren, werde ich über Ihr Beförderungsgesuch, das Sie mir jede Woche vorlegen, nachdenken. Falls Sie versagen, dürfen Sie sich die restliche Zeit, die Sie noch bei mir tätig sind, als Bürogehilfin vergnügen. Monsieur Poirot. Na schön, Antoinette. Das ist die Chance, auf die du so lange gewartet hast. Du hast dein Schicksal selbst in der Hand. Ja, also, die Antoinette Marceau, die spielen wir, das ist der Hauptcharakter. Ja, und jetzt erstmal unsere Aufgabe, den lieben Herr Hercule Poirot. Monsieur Poirot? Jetzt rennt er weg. Einen angenehmen Aufenthalt in dieser Firma zu verschaffen. Ja, es ist ein Point-and-Click-Adventure, wie man sieht. Jo, was habe ich gemacht? Ach so. Rechte Maustaste anscheinend. Öffnet man anscheinend die Inventar und sowas. Auf jeden Fall, das ist unser Inventar hier. Haben wir hier die Fahrkarte. Ups. So, da sieht man auch meine Fahrkarte. Kann man das umdrehen? Ja. Hier kann man Sachen miteinander kombinieren. Ja. Hier. Ja, was ist das? Ja, hier wurden sind alle Sachen aufgezeichnet und so aus. Hier, mein Pass. Also, beziehungsweise unser Pass. Und, gesammelte Fingerabdrücke. Ich glaube, sollten wir es gleich lesen? Ja. Obwohl, das ist, glaube ich, einiges, oder?
Was ist das denn hier? Zeitplan, Snicks, Karten, Zugroute. Ja, hier unsere Zugroute. Das blaue, also das gelbe ist Wasser. Ah, wir fahren also von Istanbul über Sofia, über Belgrad, über Vinkovci, keine Ahnung, über Trieste, über Valencia, keine Ahnung, ach, ist ja auch eigentlich egal. Ja, ihr seht halt unsere Zugroute. Zugplan, hier ist Plan vom Zug. Ja, wahre Kriminalgeschichten, Krip mit dem Tode bestraft. Mit dem Tod bestraft. Frau Mutter im Gefängnis, Paintball gehängt. Ja, genau. Fall Styles nähert sich dem Abschluss. Belgischer Flüchtling hilft Polizei. M. Hercule Poirot, ehemals bei der belgischen Polizei. William Taylor. William Desmond Taylor bestattet. Schauspielerin Mabel Norman bricht am Grab zusammen. Polizei verspricht baldige Verhaftung nach Erschießung von Hollywoods Regisseur. Ah, Mann. Aykroyd Mord. Verhaftung im Mordfall Aykroyd. Neuester Triumph des Detektiv Hercule Poirot. Diese Kürbisse zeigen, dass Poirot auch als Gärtner ein Ass ist. Blauer Zug. Erben im blauen Zug ermordet. Berühmter Rubin gestohlen. Berühmter Detektiv reiste mit im blauen Zug. Mörder hat sich zweimal überlegen sollen, wo, mit Poirot im Zug. Was? Mit Poirot im Zug. Naja. Nixon. Nördlinger. Charlotte Nixon Nördlinger im Nizza freigesprochen. Schönheit überzeugte überwiegend männliche Geschworenenbank. Kinderbraut des eifersüchtigen Millionärs. König Alexander. König Alexander von Kroatien in Marseille ermordet. Attentäter stirbt durch Schwert eines französischen Polizisten. Attentat wurde von Filmkamera auf Celluloid gebannt. Ja, was auch immer das sein. Also wie wir sehen, ist sie eine kleine Hobbydetektivin. Ja, ihr seht am Mauszeiger, dass sie sich verändert und so. Naja, dann gucken wir erstmal hier. Ach, Quatsch. Entschuldigung. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Ja, das müssen wir dann wohl. An diesem Marktstand werden Messer und Besteck aller Art verkauft. Sogar Rasiermesser, scharfe Krummsäbel. Sehr interessant. Ich habe keine Zeit, ist das Gleiche, ja. Also, dann gehen wir mal hier lang. Oh. Dieser Dummkopf versucht mir ein minderwertiges Hackebeil zu verkaufen. Sagen Sie ihm, welches das bessere Hackebeil ist. Ja, was ist das bessere Hackebeil? Ich nehme jetzt einfach mal in... rechts. Das Hackebeil in Ihrer rechten Hand. Dieses minderwertige Stück Blech. Sie sind ein Dummkopf. Das Hackebeil in Ihrer linken Hand. Endlich kommen Sie. Offensichtlich verstehen Sie nichts von der Kochkunst. Das ist bester deutscher Edelstahl. Ja, super. Freut mich. Kann ich mit... Upsala, schon wieder. Kann ich jetzt mit denen reden? Ich habe Wichtigeres zu tun, als zu plaudern. Ja, na gut, dann nicht. Ah, da ist er wieder. Verhält sich anscheinend mit einem Lieferanten, wie das aussieht. Ah. Fässer voll mit Olivenöl, Melasse und eingelegten Früchten. Hm. Feine, handgewebte Läufer und Teppiche. Ja, gut. Ah, komm. Ah, jetzt rennt er wieder weg. Oh, ich wollte eigentlich nochmal zurück. Da kam... Oh Mann, da kann man auch wieder was umgucken. Ich habe keine Zeit, mich umzusehen. Ich muss zum Bahnhof kommen. Naja. Kann ich wirklich nichts machen? Ich habe keine Zeit, mich um... Da, hier nichts sonst. Gut. Dann, was ist das denn hier? Kisten mit Tee aus der Türkei und Ceylon, Kräutertees und kräftigen, dunklen türkischen Kaffee. Ja, was ist das denn da für eine putzige Ziege? Können wir die... Ah. Was frisst diese Ziege? Ja, wie scheint es denn? Regenschirm oder was? Was frisst diese Ziege? Dahinter. Kisten mit Tee aus... gerade schon. Monsieur Poirot? Ja, jetzt rennt er schon wieder weg, der Alte. Mann, oh Mann. Kann man hier wieder was angucken? Es ist kaum zu glauben, dass ein so erstaunliches Gebäude als Bahnhof dient. Daneben verblasst der Gare du Nord völlig. Was auch immer der Gare du Nord ist, vielleicht kann mich da jemand aufklären. Ich weiß es nämlich leider nicht. Naja, was ist das denn hier? Kisten mit Tee aus der...
Was wollen die beiden denn? Hören Sie, Foscarelli, ich bin viel gereist. Ich sage Ihnen, Fliesen aus Kütahya sind die schönsten in der Türkei. Und ich sage Ihnen, dass es die Fliesen aus Isnik sind. Das sind die ältesten und schönsten im Osmanischen Reich. Sicher, sie sind ziemlich beeindruckend, aber die Kütahya-Fliesen sind schöner. Ich bin sicher, dass hier im Bazar welche verkauft werden, die das bestätigen würden. Gentlemen, bitte, darf ich durch? Was haben wir denn hier? Junge Dame, klären Sie die Streitfrage. Sie kennen doch die berühmten Keramikfliesen. Ja, natürlich. Ich wohne in Istanbul, aber... Wir müssen hier auf den Gepäckträger warten. Besorgen Sie uns eine Fliese aus Kütahya. Und eine aus Isnik. Leihen Sie sich welche aus. Sie müssen sie nicht kaufen. Was fällt Ihnen ein, mich um so etwas zu bitten? Es geht ums Prinzip, Miss. Dafür habe ich keine Zeit. Dann erlauben Sie uns, die Diskussion ohne Sie fortzusetzen. Na, da müssen wir wohl hier was holen. Aber ich habe ja von hier gesehen. Ah, Mann. Da, Fliesen gesehen. Welche kann man hier nehmen? Oh Mann, schon wieder. Mann. Feine, handgewebte Läufer und Teppiche. Sie sehen aus, als ob sie gleich wie Aladins märchenhafter Teppich losfliegen können. Ja, wenn einer drauf sitzen würde, bestimmt. So, das nehmen wir einfach mit. Tja, das werde ich mir kurz ausleihen. Aber ich muss es schnell zurückbringen. Sonst noch irgendwas hier? An diesem Marktstand werden handbemalte Schalen aus Isnik angeboten. Der Händler scheint den Mann neben mir genau zu beobachten. Spanner. Möbel und Haushaltswaren, alles handgefertigt in der für die Türkei typischen